Unser bekanntes Filmteam berichtet wieder über Neuzugänge, Baufortschritte und interessante Zugzusammenstellungen auf unserer Modelleisenbahn. Ja, hallo Leute. Heute machen wir den lang ersehnten Fahrfilm. Und zwar stellen wir euch heute ja bereits zwei Modelle vor. Natürlich einmal die Großdiesellok, die V320001. Und dann den Halbspeisewagen BR4 ÜMG, den wir schon vor Wochen ausgepackt hatten, der auch in dem D96 vorgekommen ist, so um das Jahr 1967. Noch kurz zur V320001, die wurde ja von Henschel gebaut 1957. 1962, 63 ist die dann in den Bestand der DB gekommen. Als Solitär, als Einzelstück, kam erst ins BW Hamm für Güterzugdienste und später zum BW Kempten, und dort hat sie schwere Reisezüge gezogen zwischen Lindau und München und zurück. Und genau das zeigen wir euch jetzt auch gleich, und zwar den Rhône Isar D96. Was gibt es noch Besonderes? Also in dem D96, den wir jetzt gleich auch präsentieren werden, zusammen mit der Lok, ist eben der besagte Halbspeisewagen BR4 ÜMG zu sehen, 60 bis 63. In dem D96 ist auch vorgekommen, sind auch Silberlinge vorgekommen, um eben die Züge zu verstärken. Das ist gleich unser erster Wagen hinter der Lok. In Zugmitte ist eben der besagte Halbspeisewagen BR4 ÖMG. Gleich danach, gleich dahinter kommt der Schweizer Zugteil, und der ist auch sehr interessant. Und zwar haben wir gleich hinter dem deutschen Halbspeisewagen einen schweren Schlierenwagen eingestellt, und zwar mit dem Typ BLS. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob der auch im Allgäu unterwegs war, aber es könnte durchaus sein, dass der auch dort sich hat blicken lassen. Gleich danach ein Leichtschnellzugwagen, ein Leichtstahlwagen der SBB. Und dahinter die zur damaligen Zeit neuen UIC-X-Wagen, die RIC-Wagen, mit der alten SBB-Beschriftung, ein AB-Wagen am Zugende. Ja, noch kurz zu den Artikelnummern. Klar, die 320 ist die Märklin 39320. Und der Halbspeisewagen von Rocco ist, der, jetzt muss ich nachschauen, 44590. Der ist vor Jahren mal rausgekommen und haben wir jetzt neu erstanden, auch über eBay, genauso wie unsere Baureihe 320. Noch kurz zur 320. Es gab einen kleinen Unfall am 10. Mai 1967. Dort ist sie bei Kaufering gegen eine Rangierlok gestoßen. Da musste sie repariert werden. Danach wurde sie dann auch umbenannt in die Baureihe 232001. So als Hintergrundinformation. Und war dann noch einige Jahre auch im Bestand des BW Kempten. Viel Spaß mit dem Video, Like und Abo nicht vergessen. Ciao.
Gleis 1 fährt ein der D96 Iserhohn von München nach Genf. Auf Gleis 2 fährt ein der D97 Rhön-Isar von Genf nach München. Nächster Halt Lindau, nächster Halt Immenstadt, nächster Halt Kempten, nächster Halt Kaufbeuren, nächster Halt Buchloe, nächster Halt München. Thank you.
der D97 Rhön-Isar von Genf nach München. Betätigen. Nächster Halt, Immenstadt. Thank you.
Gleis 2 fährt rein der D97 Rhône-Isar von Genf nach München. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Dann lasst ein Like da und abonniert. Das wäre fein. Ciao.